Mein Name ist Eva Bürgermeister. Ich bin Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und Sprecherin des dort gegründeten Fachausschusses Medien und Leiterin des Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland. Die Fragestellung war, welchen Beitrag zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen können nichtstaatliche Akteure, Unternehmen, Verbände, Gemeinden und Erziehende leisten? Das ist jetzt schon eine ganze Menge gesagt worden, also von daher ist es etwas kurz. In Berlin sagt man, die Fenster. Wir haben recht viel auch diskutiert, es ist immer schwierig, Fragen zu entwickeln. Also eine Frage, die vor allen Dingen mit Blick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen, also darunter haben wir das in der Arbeitsgruppe 2 vor allen Dingen diskutiert, geleistet werden kann. Da war die Frage, wie kann man diesen Beitrag leisten ohne Zensurmaßnahmen? Also das wurde durchaus auch sehr stark in unserer Gruppe, ich sag mal, pädagogisch-politisch diskutiert. Eine Möglichkeit ohne Zensurmaßnahmen wurde ins Gespräch gebracht, zum Beispiel Purkin für ihre PCs für Jugendliche mit einer Whitelist. Das war eine Möglichkeit, die wurde aber auch dann schon wieder diskutiert. Also war immer schwierig, Diskussionen und Fragen zu formulieren. Wichtig war uns, wie kann Selbstschutz gestärkt werden? Also vor allen Dingen, da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Altersgruppen. Die Frage war auch, welche Altersgruppe muss welcher Schutz gewährleistet werden. Je älter die Kinder und heranwachsen werden, desto weniger Schutz ist nötig und desto mehr Selbstschutz und miteinander diskutieren ist möglich, ist gefordert. Also was kann auch die Medienpädagogik dazu leisten und wie kann der sogenannte Peer-Effekt genutzt werden? Also wie kann sozusagen in den Netzgemeinden, in den Gruppen der Jugendlichen durch Aufklärung einmal über Rechte und Pflichten so gesetzlichen Vorgaben, also Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc. in der Peer Group selber Aufklärung geleistet werden können. Was können Jugendliche zum Schutz untereinander tun? Das war uns ganz wichtig, also dass man nochmal sieht, wie können Jugendliche sich gegenseitig schützen und auch nochmal den Blick darauf zu nehmen, das haben wir diskutiert, wie können Jugendliche dazu einen Beitrag dazu leisten, Kinder zu schützen, weil ja doch gerade in Schulen oder in den Gruppen, wo viele unterschiedliche Altersgruppen zusammen sind, die Jugendlichen auch erheblichen Einfluss auf die Kinder ausüben. Und diese Frage war uns wichtig. Akteure im Ausland ist genannt worden, Eltern zu sensibilisieren, wie kann man das machen? Und nochmal die Frage, wie kann man Akzeptanz für diese Regelung bei Jugendlichen stärken? Das ist auch eher so, indem man die Jugendlichen mitnimmt. Das war so der Ansatz und die Fragen. Das war zum Schutz von Kindern. Der zweite Fragebereich war, wie kann das Geld, jetzt habe ich die Arbeitsgruppe 1 ein bisschen geschlabbert. Ist okay, gut, dann schlabber ich die Arbeitsgruppe 1. Nicht schlabbern, die hatte eine wichtige Frage, nochmal, wie kann man verhindern, dass unter dem Deckmantel Jugendschutz auch kommerzielle Interessen formuliert werden, weil das offensichtlich ein Trend ist, der sich sehr ausbreitet. Die Frage, wie kann das geltende Recht im Internet besser angewandt werden, das ist eine große, breite Frage. Da wurde vor allen Dingen diskutiert, inwieweit wir uns möglicherweise damit abfinden müssen, dass das geltende Recht nicht immer durchgesetzt werden kann, weil es einfach über internationale Rechte schwierig ist, in welchen Bereichen, also da genau zu definieren, in welchen Bereichen wir uns nicht abfinden können. Das lasse ich nochmal. Dankeschön. Vielen Dank. Das war der Bereich Risiken. Jetzt kommen wir zum Thema Schwerpunkt Chancen. B12. Mein Name ist Jutta Kroll. Ich bin geschäftsführendes Mitglied des Vorstands der Stiftung Digitale Chancen. Das ist eine Organisation, die genau das als satzungsgemäßen Zweck war, sie hat sich mit den Chancen zu beschäftigen. An unserem Tisch waren wir uns trotzdem darüber einig, dass man die Frage 1 präzisieren sollte und nicht so global, welche Chancen bietet die digitale Welt heute und in Zukunft fassen kann. Ein Punkt, den wir dabei berücksichtigt haben, ist der, dass schon diese Formulierung bietet die digitale Welt, dann im Grunde genommen wieder die Trennung zwischen Realität und digitaler Welt möglicherweise festschreibt. Wir aber gesehen haben, dass man sowohl bei den Risiken als auch bei den Chancen diese beiden Bereiche zusammen sehen muss, zusammen betrachten muss und auch dabei berücksichtigen muss, ob bei allen Gruppen im Grunde genommen das eine gleiche Wahrnehmung ist, wie weit Realität und digitale Welt zusammengehören, beziehungsweise wo möglicherweise auch unterschiedliche Grenzen wahrgenommen werden. Wir haben darüber hinaus gesagt, dass bei dieser Fragestellung ganz wichtig ist, auch mitzufragen,
wem bietet denn die digitale Welt welche Chancen? Auch da wieder die unterschiedlichen Gruppen mit in den Blick nehmen. Und zwar nicht explizit unterschiedliche Altersgruppen, sondern besonders auch nochmal dahin zu schauen, dass wir ja nicht über die Kinder und Jugendlichen sprechen, sondern dass wir auch da soziale und Bildungsunterschiede haben und deshalb genau hinschauen müssen, wem denn welche Chancen dort geboten werden können. Wir haben dann darüber gesprochen, dass wir die Frage auch dahingehend erweitern würden, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit die Chancen, die die digitale Welt bieten kann, überhaupt wahrgenommen werden können. Diese Voraussetzungen sind nicht immer überall gegeben und insbesondere gibt es eben sehr viele unterschiedliche Akteure, die dazu beitragen können, dass dieses Chancenpotenzial besser ausgenutzt werden kann. Da ist auf der einen Seite die Politik genannt worden, aber auch andere Akteure, die im Unternehmensbereich liegen können, die im gesellschaftlichen Bereich liegen können, die hier Verantwortung dafür übernehmen sollten, dass die Chancen, das Chancenpotenzial besser ausgenutzt werden kann. Wir haben dann bei der Befassung mit Frage 1 schon mal so einen Blick auch auf Frage 2 geworfen, die nämlich lautete, was bedeutet das Internet für die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten? Und es ist uns wichtig zu betonen, dass wir die Frage nach den Chancen, also die Frage 1, nicht nur mit Blick auf Bildungsangebote sehen, sondern dass wir gerade da auch sehen, dass digitale Medien die Möglichkeit bieten können, mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, demokratische Prozesse anders zu organisieren und dass wir gerne die Chancen, den Blick auf alle diese Chancen richten möchten. Im Bereich der Frage Bildungsangebote sind wir insbesondere... es ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir da mit der Arbeitsgruppe 2 gesagt haben, wir müssen einen sehr weiten Bildungsbegriff hier fassen, wenn wir über die Entwicklung von Bildungsangeboten sprechen. Insbesondere formale Bildung, nonformale und informelle Bildungsangebote berücksichtigen und dann die Frage stellen, wie kann das Internet alle diese drei Bildungsprozesse besser machen, unterstützen und weiter voranbringen. Letzten Endes dies auch unter dem Aspekt, dass gerade der Bereich der nonformalen und informellen Bildung dann dazu beitragen kann, eine größere Chancengleichheit zu ermöglichen. Vielen Dank. B34.